Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Ich bin's wieder, euer Lara. Ich sag jetzt mal euer Lara, ist mir auch egal. Tihi? So, jedenfalls, wir haben eigentlich letzte Folge, wollten wir die Hauptquest weitermachen, aber dann wurden wir mit Nebenquests zugeschissen und natürlich machen wir die auch, denn wir wollen natürlich auch die ganze Experienz mitnehmen. Nicht nur die Experienz Points, sondern vor allem die Experienz von Le Tomb Raider. Einfach nur die Hauptquest zu machen ist, ja, ne, langweilig kann man jetzt nicht sagen, auf gar keinen Fall, aber man verpasst halt einfach eine Menge. Eine ganze, ganze Menge. Und ich glaube inzwischen, bei diesen ganzen Open-World-Games kann man sogar sagen, man verpasst wahrscheinlich die Hälfte vom Spiel. Wenn nicht sogar noch mehr. Also ich bin mir fast sicher, bei diesen ganzen open-worldigen Dingern nehmen diese ganzen Nebenquests inzwischen mehr als 50% des Spielinhalts ein. Nicht mal unbedingt das Sammeln für 100%, sondern eher so auch die Nebenaufgaben. So, da hinten ist der Bauer. So. Eine schöne Karte nennt er sein eigen. Karte Winslet. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Ach, das ist der weiße Baum. Das ist ja auffällig. Okay. Die Klippe erklettern. Na, hallo. Wir waren schon mal hier. So, haben wir alles schon mal gemacht. Nein! Was machst du denn? Warum springt die denn seitwärts? Schon wieder! Die hat immer so einen Rechtsdrall. Bin ich das? Habe ich vielleicht auch selber so einen Rechtsdrall? So, ja, komm jetzt hoch da. Das sind die einfachsten, weißt du, wir sind hier schon mal gesprungen. Das sind die einfachsten Sprünge und die eigentlich geradeaus gehen. Let's go. Okay, jetzt vorsichtig. Komm, nach oben. Da ist der Eingang. Na, wir waren doch hier oben schon mal, oder? Und trotzdem... Oh, ich habe die Sonne mal eingeschaltet gerade. Da haben wir... Ne, wir waren hier oben noch nicht. 93% auch schon. Ein Bericht über die Geburt eines Anführers. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Sowas gibt's heute quasi gar nicht mehr. Die Kaufleute bleiben meistens im Verborgenen und halten sich fein zurück und alles andere gilt als Fahnenflucht. So, okay. Sonst haben wir nichts. Ich dachte, ich gucke trotzdem mal. Gut, dann gehen wir hier nach oben. So. Auf geht's. Sieht voll nach Gold aus hier vorne. So. Na. Vorsichtig. Ah, es ist wirklich sehr eng. Und sehr dunkel vor allem hier wieder. Ja, die Töpfe, ich brauche die eigentlich nicht, aber ja, gut, Öl kann man mal brauchen. Jemand hat hier die Fallen schon ausgelöst. Da geht's lang, aber hier erstmal ganz kurz wieder lesen. Wir haben gleich wieder einen Fähigkeitenpunkt, geil, ja. Und 100%, ja, da schon einer großen Reise. Das hier zeigt einen Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss Manco sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. Ah, von Manco habe ich schon viel gehört. Oh, wir haben jetzt 2 Punkte von 3. Es gibt also noch einen weiteren Punkt. Monolithen freigeschaltet. Kann jetzt fortgeschrittene Quechua-Monolithen entziffern. Und dann gibt es noch Profi oder sowas. Also es kommt noch eine Stufe. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Warum guckt ihr denn die ganze Zeit nach hier? Etwas stimmt nicht. Okay. Zum Beispiel, wie soll denn hier jemand durchgekommen sein? Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Und was ist mit dem Jungen? So, Snips. Jo. Und da drüben ist gleich noch eine. Einmal kurz deaktivieren. Und wieder rüber.
Und irgendwo ist wieder Bodenplatten, in die ich gleich reinfalle. Da haben wir erstmal wieder was zum Lesen. Sehr schön. 3%. Oh Gott, da müssen wir so viel suchen. Die sterblichen Überreste des Bauernkönigs wurden an einen geheimen Ort gebracht. Wir wissen, dass der Kult Gegenstände und Artefakte stiehlt und sie den Menschen vorenthält, um sie fügsam zu machen. Wir werden nicht zulassen, dass auch Manko derart entweiht wird. Das ist eine gute Voraussetzung für uns jetzt. Wenn nichts mehr hier ist. Okay. Gut, da drüben haben wir noch was. Wir müssen echt viel Zeug finden, wenn wir jetzt wirklich von allen Dialekten 3 Stufen jeweils und jetzt in der 3. Stufe kriegen wir bei einem Dokument nur 3%. Alter, das wird... Ich weiß nicht, wie wir das finden müssen. Das wird ewig dauern. So, 33 müssten wir ungefähr finden. Ein Abbild. Das könnte ein Abbild des Bauernerlösers sein. Der Kult von Kukulkan hat es möglicherweise gestohlen, um seine Verehrung durch die Paitizianer zu verhindern. Vielleicht wurde es den Kultisten aber auch als Bezahlung für ihren Schutz überlassen. So, hier einmal kurz in den Rott gucken. Alles klar. So. Sonst haben wir hier... Da... Geht's da rein? Okay, da wir da lang müssen, würde ich erstmal gerne gucken, was... Achso, von hier kommen wir gerade. Und da ist sonst nichts. Okay, wir müssen eh da oben lang. Okay, gut. Gut, 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 gut. Ich wollte nur nichts verpassen. So. Da liegt doch mal ein Zettel. Ah ne, das ist ein Stein. Okay. So, es geht da lang und es geht da lang. Wir müssen eigentlich... Ich weiß nicht genau. Okay. Das heißt, ich gucke trotzdem mal hier rein. Hab ich mir gedacht. Ein Raum ohne viel Spielraum. Sag mir nicht, hier geht's zurück. Da ist ein bisschen... Gut, das nehme ich gerne mit. Da haben wir wieder was zum Verkaufen. Damit wir uns die teuren Sachen alle leisten können. Denn wir haben immer noch... Ich würde auch gerne alle Waffen haben. Auch wenn, ob wir die brauchen oder nicht, macht ja nichts. Wir haben jetzt diesen einen schmucken Bogen gekauft. Da hätte ich vielleicht noch gucken können, ob wir den upgraden können. Na, mal schauen, wenn wir uns hier irgendwo ins Lagerfeuer klatschen können, dann schauen wir mal. Eventuell kriegen wir hier noch eins. Okay. Mankos Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. Ja, zu einfach. Links rum kann ich nicht, ne? Okay. Also bitte, das war doch klar. Also wer damit jetzt nicht gerechnet hat, da kann ich auch nicht mehr helfen. So, da geht's weiter. Da ist eine Tür eingebrochen. Ansonsten können wir mal ganz kurz gucken, ob wir da unten irgendwas haben. Da zum Beispiel. Ja, natürlich. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann, damit wir alles kaufen können. Ich will alles kaufen. Ich will die ganze Welt aufkaufen. Vielleicht haben die Händler am Markt noch ein paar Collector's Editions. Geil. So, und da unten geht's auch nochmal durch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, müssen wir hier lang? Ich weiß. Bin ich jetzt hier richtig? Weil ich möchte gar nicht richtig sein. Habe ich einen geheimen Raum entdeckt? Bitte ja, bitte ja. Das möchte ich nämlich. Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manko vor dem Kult von Kukulkan. Mhm. Okay. Was? Ich krieg keine Punkte und nix. Ich habe jetzt einfach nur ein Wandgemälde entdeckt. Ich wollte Punkte haben. Okay. Scheiße. Nein. Oh, Mist!
Ja, das ist nicht so gut. Okay, ich glaube, es wäre aufs gleiche Bar hinausgekommen. Das war eigentlich schon ganz gut, was wir da gemacht haben. Wir müssen auf jeder Etage also irgendwas finden, was den Wasserspiegel steigen lässt. Okay, also eigentlich Glück im Unglück. So, gleich wieder. Oh, scheiße, nein. Hier haben wir erstmal wieder schön was. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Und ist das gut oder schlecht? So, wo ist denn... Das ist nicht das Ding. Das ist das Ding. So, es knarzt schon im Gebälk. Let's go. Boah. Boah, das wär's ja gewesen. Gut, dass ich mich gerade beeilt habe. Puh. Boah, wie gemein. Das heißt, es wird jetzt noch schwerer. Ja, alter Schwede. Gut, ich nehme an, hier kann ich noch nicht schießen. Ich lese natürlich brav weiter. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Funktioniert gut, wenn Leute tot sind. Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Ja. Ich wollte jetzt hier eigentlich durch, weil das sieht so aus, als käme man da durch, aber leider. Na gut. Gut. Erstmal den hier. So. Keine Wächter. Okay, jetzt muss ich aber wirklich gucken, wie wir hier ganz schnell rauskommen. Okay, gar nicht. So. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Oh Gott. Das ist auch noch so eine Spalte. Oh, schnell, Lara. Nicht sterben. Ja. Heilige, Popeilige. Okay. Tja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, ich gehe natürlich genau an der falschen Seite raus. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Karte aktualisiert, ein neuer Ort. Hallo, Manko. Gut. Wo ist das Amulett? Das würde ich auch gerne wissen, aber erstmal natürlich, bevor wir hier irgendwelche Mankos schänden, erstmal die Grabbeigaben. Nice. Und vielleicht schon mal die Flucht vorbereiten, falls irgendwas passiert. Huch. Durch diese Wand dringt Licht. Ja. Vermutlich noch ein abgeriegelter Gang. Wahrscheinlich. Und jetzt können wir hier bequem das Grab plündern. Erstmal Vorkehrung treffen. So. Irgendwas drin? Jetzt muss es zurück zu Uchu. Eine Silberkette. Mehrere verflochtene Stränge aus reinem Silber. Soweit ich weiß, war Manko ein einfacher Bauer. Die Kette muss nach seinem Tod angefertigt worden sein, um ihn mit dieser Opfergabe zu ehren. Ist eigentlich schade, dass da nur ein Foto von der Kette drin liegt, aber hey, wir nehmen, was wir kriegen können. So, gehen wir mal wieder raus. Das ist doof, dass es nur als Foto angezeigt wird. Das Amulett zu Uchu bringen. Amulett des Retters, dann haben wir das schon mal geschafft. Aber was mit dem Jungen? Den Jungen haben wir nicht gefunden, ne? Na gut. Wie hätte der es auch schaffen sollen? Da natürlich wieder Spikes, ganz klassisch. Wo aber der abgeblieben ist. So. Taschenlampe bringt übrigens richtig viel. Okay, da kommen wir wieder nach unten. Ach, wir müssen, glaube ich, auch nach unten. Nur wäre es vielleicht ganz gut, wenn man sich abseilt. So. Huch.
So, ja, hier waren wir schon. Aber was mit dem Jungen ist, weiß ich nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott, die Grube sieht man kaum. Okay, ja, dann wieder raus. Wenn wir nur wüssten, was passiert ist. So, jetzt hier, das mal wieder. Gut. Das haben wir auch mit Bravour geschafft, kann man sagen. Gibt es hier vielleicht noch einen einfacheren Weg runter? Also ich weiß nicht, vielleicht direkt ins Wasser? Hier zum Beispiel? Ja, Gott sei Dank. Guck mal da drüben. Da. Wie kommen wir denn da hin? Ah, okay. Geronimo! Wie kommen wir denn nach da oben? Da hochkraxeln geht bestimmt nicht, ne? Nee, 100 pro nicht. Irgendwie müssen wir zu diesem Tor kommen, oder? So, wir bringen erstmal das Ding wieder zurück. Keine Ahnung, was mit dem Jungen ist. Da hat man jetzt auch keinen Rettungsauftrag. Warum soll man das denn suchen? Also ehrlich. Wer braucht schon Herz, wenn er ein Foto von der Kette hat? So, Takatuku. Ututaka. Boom, shakalaka, shakalaka, shakaboom. Dann düsen wir wieder zurück und dann müssen wir wahrscheinlich den dritten Gegenstand noch holen. Also, man muss eins sagen, die Nebenaufgaben haben es echt in sich. Die sind nicht einfach mal eben so abgefrühstückt. Ja. Hallo? Da muss man schon ein bisschen für arbeiten. Und ganz ehrlich, diese Spitzhacke, dass die ihr nicht dauernd in die Haxen schlägt, das wundert mich ein bisschen. So. Buongiorno, buon porno. Alles klar. Na, dann schick mich doch gleich auf die nächste Reise. Ich werde niemals mit der Hauptaufgabe weiterkommen. So. Hallo, guter Mann. Ah, Lara. Ja. Kenti ist gerade zurückgekommen. Ach. Angeschlagen, aber lebendig. Freut mich, dass es dir auch gut geht. Die Zisterne ist eine Herausforderung. Schön, dass Quenti es geschafft hat. Aber leider ohne das Amulett des Retters. Meinst du dieses Amulett des Retters? Was? Du hast es gefunden. Das ist unglaublich. Hier. Ich kann dir nicht genug danken. Wenn Shan mit dem Meisterbogen zurückkehrt, werdet ihr alle geehrt. Du wirst uns doch die Ehre erweisen. Ich komme. Ist nicht wahr. Ich dachte, den Meisterbogen müssen wir auch noch holen. Ich dachte, die sind alle unfähig hier. Ja, haben wir... Nee, wir haben erst einen, ne? 4 Fähigkeitspunkte? Wo kommt die denn jetzt auch immer her? 4 Fähigkeitspunkte? Alles klar. Dann nehme ich auf einmal die Lockfallen aus feindlichen Leichen. Die werden wir wahrscheinlich bald brauchen. Halten Sie RB in der Nähe einer feindlichen Leiche gedrückt, um damit eine Falle zu bauen. Wenn andere Feinde einen präparierten Körper untersuchen, detoniert die Falle in einem tödlichen Hagel von Schrapnell. Das ist genau meins. Nadel-Echse-Überreste-Outfits benötigen weniger Ressourcen, um ihre frühere Pracht wiederherzustellen. Kann man vielleicht auch machen, weiß ich nicht. Sie können unter Wasser länger die Luft anhalten. Das wäre vielleicht inzwischen auch ganz sinnvoll, oder? Oder? Stellen Sie Giftgranaten her, töten Sie Feinde und vernebeln Sie. Das braucht 3 Punkte. Leuchtmunition verwendet werden, blenden und betäuben Sie ungepanzerte Gegner. Aber nur ungepanzerte für einige Sekunden. Okay, hier unten Schuppen der Schlange, Konzentrationspflanzen. Okay. Was ist das da hinten? Fangzahn. Leuchtmunition, Erschütterungspatronen betäuben Feinde länger. Das ist ja schön. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn sie ausweichen und dann kontern. Ja, das ist theoretisch gut. Ich setze mich mal anders hin. So. Das kann ich besser als ausweichen und kontern. Was haben wir hier? Nach einem Lautloskill? Achso, das war das wieder alles. Durch Einnahme von Ausdauerpflanzen wird erlittene Schaden von feindlichen nahen Kämmern. Das können wir eigentlich alles mal machen. Diese Pflanzen müssen wir nur irgendwann mal... Ich hoffe, ich gewöhne mich daran, dass ich diese Pflanzen mal benutze irgendwann. Momentan ist es ja einfach nicht, die ganze Zeit nicht nötig. Ich mache mal unter Wasser länger atmen, ne? Das wird uns bestimmt einige Male... Wird uns bestimmt einige Male zum Vorteil gereichen.
So, Inventar. Wir haben jetzt einen neuen Bogen. 4 Upgrades verfügbar. Wir können ihn noch ausrüsten. So. Momentan bleibe ich lieber bei dem hier, weil der ist schon vollständig verbessert. Und dann upgraden wir den erstmal. Der hat zwar mehr... Also ich muss mal gucken. Gibt es hier irgendeinen Indikator, was der auf Schaden hat? Hier hat er natürlich sehr viel Schaden. Dafür ist die Feuerrate sehr niedrig. Oh, 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 oh. Habe ich jetzt das gesehen? Oh, ja, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich dachte, ich stecke voll mit allem. Na gut, na gut, na gut. Zielgeschwindigkeit. Okay, der Schaden ist jetzt quasi voll. Der Schaden hier. Ich wünschte rechts die Anzeigen wären auf der gleichen Höhe. Dann wäre es einfacher zu vergleichen. Aber auf jeden Fall, man sieht das Grüne. Der Schaden ist sehr viel höher bei dem Atlatlbogen. Dafür ist die Feuerrate, die Zielgeschwindigkeit, die Haltezeit ist alles noch sehr mau. Ich bleibe erstmal bei unserem. Erstmal. So, Upgrades haben wir keine hier. 2 Upgrades verfügbar für die hier, aber das machen wir momentan noch nicht. Schaden wäre da weniger. Lalalala. Ich bin momentan mit dem Flussfalken eigentlich ganz happy. Gut. Dann belassen wir es erstmal dabei. Wir müssen auch bald mal ein paar schnelle Reisen machen. So. Ich würde trotzdem noch gerne den letzten Ausgestoßenen finden. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir schaffen... Also wir würden das auch heute nicht mehr in der Folge schaffen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir zu dem hinkommen. Der war hier oben irgendwo... Ich weiß nicht, ob wir über diese Schlucht springen mussten, wie wir es gemacht haben, oder ob wir irgendwie anders zu dem hinkommen. Aber auf jeden Fall, entweder ist er echt beschissen versteckt, unnötig beschissen. Ich weiß es einfach nicht, ich habe keine Ahnung. Und ich würde natürlich auch gerne noch hier Überlebensversteck, die Sachen alle noch suchen. Das würde ich auch noch gerne machen. Und hier, was haben wir hier? Albino Wasserschwein ist keine Quest, ist einfach nur, können wir sammeln. Aber da müsste ich jetzt liebe kleine Oink-Oinks töten. Und wer will das schon? So, ja, mal kurz Überlebensversteck hier. So. Da unten. Oh, erstmal natürlich. Wieso habe ich denn das noch nicht gefunden hier? Haben wir hier nicht schon gegraben? Ist das das Überlebensversteck? Ernsthaft? Das ist doch nicht das. Das war das Überlebensversteck. Alles klar, dann ist hier noch ein Relikt. Das ist aber irgendwo unten. Oh Gott, wie kommt man denn da hin? Vielleicht hier lang? Oh. 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 Die Legende von Eldorado. Na, sieh mal einer an. Dieses spanische Dokument erzählt eine der vielen Geschichten über Eldorado, die goldene Stadt. Als die ersten Erkundungsschiffe der Spanier mit Frachträumen voller Gold zurückkehrten, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer und die Geschichten wurden bei jeder Nacherzählung immer weiter ausgeschmückt. Diese Gerüchte über eine goldene Stadt führten zu zahllosen Expeditionen in die neue Welt. Sind wir mal ganz ehrlich, so viel Gold, wie wir ja schon geklaut haben. Also inzwischen ist es eher so ein El Dorado. Da ist nicht mehr so viel mit Dorado. Noch mehr Geheimnisse. Da hinten ist noch ein Überlebensversteck. Okay, die meisten haben wir schon abgegrätscht. Aber wie wir zu dem hinkommen, weiß ich aktuell noch nicht. Zu dem Relikt. Das wird nicht hier sein. Da geht's auch nicht lang. Oh, erstmal fett hier durch die Gegend segeln. Da kommen wir auch nicht durch, ne? Warte. Nochmal bitte. Es ist hier auf der Höhe. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Wenn hier nicht irgendwo eine Höhle ist. Und das ist keine Höhle. Das ist nur besonders dunkler Fels. Wir können jetzt länger die Luft anhalten. Das heißt, ich kann ewig unter Wasser bleiben. Also hier ist auf jeden Fall keine Höhle. Ich sehe zwar gar nichts, aber ich sehe auch keine Höhle.
Es ist wirklich sehr, sehr dunkel unter Wasser. Wie komme ich denn da hin? Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge, mache ich die Hauptquest weiter. Ich wollte jetzt noch die Kleinigkeiten immer mal so zwischendurch, ein paar Kleinigkeiten abschließen. Kommt eigentlich immer ganz gut. Da komme ich überhaupt nicht weiter. Oder was ist denn das da? Hier ist auch nichts, ne? Nee. Nee, hier ist auch nichts. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also entweder kommen wir da später hin oder gar nicht oder ich weiß es auch nicht. Ich würde es schon gern sammeln. So, aber ich muss es nicht sofort tun. So, auf der anderen Seite geht es natürlich noch runter, aber hier ist der Durchgang. Weißt du was? Egal. Wir kriegen das. Also ich bin ziemlich sicher, wir kriegen das noch. Was ist das denn? Was ist das für ein Symbol? Okay. Halt. So, hier kommen wir wieder zur Leiter. Dann kommen wir wieder mit der Leiter nach oben. Und irgendwo war hier noch ein Dokument. Wenn wir schon das Relikt nicht kriegen, es sei denn, es geht hier irgendwo links noch nach unten. Aber ich wüsste nicht wo. Also vielleicht gibt es ja auch einen Höhleneingang, wo es nach unten geht. Und ich weiß einfach noch nicht wo. Ansonsten haben wir ein Dokument, wäre noch hier. Okay, pass auf, das Dokument würde ich gerne noch holen und dann gehen wir aber zur Hauptquest. Wenn wir das Dokument kriegen, oh, das ist auch wieder da unten. Hürg! Forgere. Okay. Schön. Das gibt's doch nicht. Es war die ganze Zeit vor meiner Nase. Genau hier. Unfassbar. So, auf 12 immerhin. Ein Hilfsgesuch. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Hä, was ist mit dem Kukulkan? Wie können die denn alles scheiße machen? Warum überlassen die denn den Bauern nicht, die sich damit sowieso schon auskennen seit hunderten von Jahren? Warum überlassen die denen nicht den Agrarbau? Warum wollen die den selber machen, wenn die keine Ahnung davon haben? Das erschließt sich mir nicht und es macht auch keinen Sinn. Okay. Hi. Ja, selber. Gut, das haben wir jetzt. Ate Katanuva, Ate Katanuva, E, Mr. D, Mr. Luda, Mr. D. Kann das auch. So, und wir müssen, glaube ich, zum Bergtempel, da wo wir dereinst schon waren, müssen wir jetzt wieder hin. Ich glaube, das ist richtig, oder? Ich guck mal voll. Ja, es ist richtig. Diesmal. Jonah, oh. Die Mine muss hier irgendwo sein. Uchu sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Alles klar. Und ich glaube, genau da oben liegt es auch. Dann wollen wir mal rein. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge, wie gesagt, machen wir die Hauptquest weiter. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und diesen kleinen Pokal finden wir auch noch. Ich will alles finden. Ja, und in der nächsten Folge erstmal die Hauptquest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, euer Lara.